Servus Leute und willkommen zurück zu Urban Empire. So, weiter geht's mit unserem Trick vom letzten Part. Werden wir so weiterfahren. Und es steht, gegen die gewinnen wir immer. Es ist nur die blonde Dusse, wo wir Probleme haben. Es steht der nächste Bezirk zum Verändern an, nämlich hier auf maximale Industrie hochzuschalten. Normale Abstimmung, 0 sind dagegen, 44 müssen sich noch überlegen. Und das machen wir einfach weiter. Ganz easy. Ganz easy und geschmeidig nebenbei. Nebenbei steigt das Geld gewaltig rauf. Hoffentlich noch weiterhin. So wie im letzten Part. Bezirkveränderung ist schon bei der Hälfte. Die Delegation ist von Sendai zurück. Dann kriegen sie nach Shanghai. Wir vermeiden das Thema und können mit den Hardwareherstellern reden. Mit denen sind wir eh ganz gut. Ganz gut. So, wie schaut's aus? Juno, geht diese Abstimmung durch? Ja, mit Leichtigkeit geht's durch. 36 Stimmen sind jetzt schon dafür. Das läuft, das läuft. So, passt, perfekt. Nächste Abstimmung. Achso, die Bürgermeisterwahl steht auch schon auf an. Das geht sich auch mit Leichtigkeit aus. Wir schaffen es eigentlich nur gegen die Blonde nicht so richtig. Wenn die 5-6 Mal nicht antritt. Ich bin ja gespannt, wir sind ja jetzt seit 2000... Boah, ich habe gar nicht, wann ist der geboren? 2000 herum? Na, warte mal. Steht da irgendwann? Mich hätte gerade interessiert, wann der geboren ist. Weil, wenn wir jetzt bis 2000, weiß nicht, 100 spielen, dann müsste der in echte schon, ja, im Endeffekt, keine Ahnung, tot sein. So, mal dumm. So, 24 ist zu wenig, 83 ist mir auch zu wenig. Das ist auf jeden Fall schlecht. 100.000 im Minus. 600.000 ist immer gut, um das auf hoch zu schalten. So, das kriegen wir mit Leichtigkeit durch. Und jetzt kommen wir schon zu den Städten, wo wir schon auf Maximum ausgebaut haben. Schauen wir mal kurz da hinein. In das Institution haben wir schon abgegradet, habe ich mal fast gedacht. Ich will aber keine Eilabstimmungen machen. Weil Eilabstimmungen kosten mir jedes Mal Prestige, soweit ich weiß. So, Bezirksveränderung steht an, die ringen wir mit Leichtigkeit durch, so wie wir es gesagt haben. So, normalerweise bringen die sozusagen die Vergrößerungen ja immer nur Geld und sonst nichts. Da sind wir auf hoch. Da können wir noch einmal. So, perfekt. Dann haben wir noch Edgeworth, da wo die komische Bug, das erste Buggebiet war sozusagen, was große Probleme geschaffen hat. Über 10 Millionen waren wir kurzzeitig vorher, aber da kostet ja jedes Mal das Neubauen auch vom Bezirk was, wenn wir den durchbekommen auf Maximum. Aber es funktioniert einwandfrei, muss ich sagen. Mein Trick funktioniert jetzt. 200.000 ist in Ordnung. Zack, auf hoch. Eine normale Abstimmung. Perfekt. So, jetzt haben wir nachher noch, das sind schon die letzten Gebiete, halt Dunhafen und dann die ganze unterste Reihe werden wir gleich mal sozusagen... So, ich wollte nur die Kamera gerade drehen. Bezirksveränderung steht an. Kriegen wir auch durch. Aber wir sind von den 10 Millionen. Es geht jetzt relativ schnell, glaube ich, bei den Abstimmungen gerade hintereinander rein. Wenn wir so eine Veränderung machen wollen. Ja, wir werden es probieren, ob wir es durchbekommen. Zwar mit 83.000 ist es nicht so viel. Da sind einige schon mehr dagegen. Ich bin ja gespannt, ob nachher die ganzen Sachen auch funktionieren. Halt die ganzen Verbesserungen und so weiter und so fort. Weil die kosten ja nachher, die gehen ja nachher in den Haushalt hinein. So, Bezirksveränderung steht an, kriegen wir durch, perfekt. Hätte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt glaube ich der letzte, wo wir noch nicht auf Max waren. So. Wir brauchen da wieder cool Kohle. Erst wenn ich das habe, dann können wir das so richtig machen. So, 300.000. Da ist ja auch noch offen komplett. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass wir da noch offen sind.
Aber man sieht es in den Gebäuden halt, das sind ganz anders, da kommen ja nachher erst die modernen Gebäude, da ist immer ganz rüber zu noch auf dem Maximum offen. Da sollten wir jetzt aber nachher unbedingt schauen, dass wir wieder zuerst ein bisschen auf ein Geld kommen, bevor wir da großartig immer weitermachen, weil das kostet mich halt jetzt jedes Mal 2 Millionen auch. Na, komm, geh in die Abstimmung rein. Wir kriegen es zwar mit Leichtigkeit durch, aber ich glaube, umso weiter runter ich gekommen bin, umso mehr ist schon fertig, aber umso teurer ist es auch geworden. Obwohl ich bei 250.000 schon wieder das nächste machen könnte. 600.000. Ja, jetzt gehen wir gerade ins Minus wieder. Ich komme auch wieder nicht raus. Na, gerade beim positiven Dings. Komme ich nochmal ins Positive oder nicht? So, nächsten Monat schon. Ja, bei 55 brauche ich jedes Mal. So, noch einmal. Zack. Jetzt sind wir wieder positiv. Dann nehme ich die Steuern gerne anheben. So, Stadtrat. Besteuerung. Jeder wieder ein Prozentchen mehr Abgaben zu leisten. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, was wir da machen. Aber die ganzen Parteien sind dafür. Deswegen kann es auch nicht so schlecht sein. Die Grünen haben wieder gewonnen. Mit wie viel Prozent? 30. Und jetzt kommt wieder die Dussi. Und die könnte uns jetzt alles vernichten, schon langsam. Wenn die nicht jedes Mal, halt, wenn man die, keine, ich weiß nicht, wie ich die wegbringen kann. Könnte ich sie umbringen oder sonst irgendwas, der dies machen wahrscheinlich. Gegen die verlieren wir jedes Mal und da haben wir das Problem einfach. So, die Abstimmung geht durch mit der Besteuerung. Deswegen wieder knapp 400.000 mehr Kohle. Aber die Steuern sind halt jetzt schon verdammt hoch. Und wir sind bei 55.000 Bevölkerung. Wenn ich 200.000 plus mache. Ne, wir sind halt noch im Minus. Da brauchen wir noch gar nichts machen. Solange ich nicht ins Plus wieder komme, braucht man nicht großartig da Edinburgh anlegen oder angehen. 122.000 minus und die Abstimmung steht vor der Tür. Eigentlich sind wir da sogar vorne, aber man sieht es hier nachher, sobald ich drücke, kriegt die Dusse wieder einen Haufen mehr Stimmen. Entscheid aufheben, 130 Punkte. Ja, muss ich leider investieren, geht leider nicht anders. Und ich hoffe nur, dass sie beim nächsten Mal nicht da wieder ist. Beziehungsweise wir müssen nachher ein bisschen die Parteien bestechen oder so irgendwas. Dass wir das irgendwie schöner hinbekommen. Tut mir gerade leid, dass der eine da jetzt ins Bohren bei mir anfängt im Haus. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark im Mikro. 700.000. Na, das 67 ist mir zu wenig. Und Minus ist mir noch schlechter. 270 ist ganz gut. Ist ja noch immer eine harte Abstimmung. Aber sollten wir durchbekommen. Und ich hoffe, dass der ziemlich bald wieder aufhört. Boah, sowas nervt mich leider. Um die Uhrzeit auch noch. Jetzt haben wir 19 Uhr bei mir. Ist ja nicht so, dass ich irgendwann am Nachmittag oder sonst was aufnehme. Oder um 17 Uhr, wenn die Leute von der Arbeit heimkommen. Wenn man sowas macht normalerweise. So, Bezirksveränderung steht an. Kriegen wir durch. 29 Stimmen sind schon auf unserer Seite. 41, perfekt, 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 perfekt. So, nächste Stadt wird groß gebaut. Wenn wir so weit ins Minus gehen, würde ich gerne fast noch einmal die Steuern erhöhen. So, 600.000 sind wir schon. Hauen wir es auf hoch hinauf. Und ich glaube, das ist nachher auch ziemlich das Maximum, was man Bevölkerung erreichen kann. Wenn wir jetzt die zwei, ich glaube, zwei Gebiete sind noch genau das Eckgebiet und das hier. Auf Maximum machen. Viel mehr, glaube ich, geht dann eh nicht mehr. So, wir hauen nochmal beim Stadtrat auch ein bisschen Besteuerung raus. Wir brauchen nämlich die Kohle irgendwie.
wird eine dämliche Abstimmung werden, aber ihr seht, manchmal sind wir zwar im Plus wieder, dann wieder im Negativen. Das ist halt so hin und her. Ich bin gespannt, ob wir wirklich die ganze Stadt ausbauen können aufs Maximum. Ich bezweifle es ja fast ein bisschen. So, eigentlich 400.000 sollten wir gleich wieder investieren in Hoch. Solange die Parteien da halbwegs dafür sind. Das ist nämlich da, das, mir kommt so vor, wie wenn die ganzen Abstimmungen nur aufs Geld hinaus sind. Wenn das Geld passt, dann funktioniert es und ja, kann ich abstimmen lassen, brauche ich nicht überprüfen. Die Besteuerung kriegen wir nicht durch. Das habe ich mir vorher schon fast gedacht, wo wir die wo wir es eingeleitet haben. So. Veränderung geht sicher durch. Auch wenn wir jetzt im Minus sind, gehe ich davon aus, dass sie durchgeht, genauer. 212 Punkte Prestige, das ist nicht so schlecht, könnte aber mehr sein. So, jetzt ist das Wichtige, dass wir zuerst einmal ins Positive wieder kommen, bevor wir großartig Geld investieren. Erfolgreiches Geschäft in Edinburgh, sie reich, sie empfehlen das Geschäft ihren Freunden. Obwohl ich jetzt nachher schon irgendwo bei vermutlich fast 100 Jahren alt sein werde, habe ich natürlich immer noch Freunde auf dieser Welt. Unendlich viele, weil ich ja ewig lange Bürgermeister bin. Das kommt mir so gerade vor wie bei uns unsere Landespatrone, die schon Ewigkeiten im Amt sind und sich das Amt nicht wegnehmen haben lassen. 400.000 im Minus. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir das nächste Mal ins Minus gehen, haben wir den Steuern noch mal auf was ein bisschen rein, weil wir sind 3,4 Millionen im Minus und das muss einfach sein. Bürgermeisterwahl rückt näher, 500.000 Minus, das passt perfekt, um die Steuern anzuheben. Halt, wir sind jetzt schon bei vielen, jetzt bei sehr viel Prozent Steuern-Dings. Da haben wir gleich 2% an, das funktioniert dann schon. Zack, kriegen wir auch durch. Egal wie sich das weiterentwickelt, auch wenn wir da jetzt kriegen, keine Ahnung, 4 Millionen plus oder sowas, wird man die Besteuerung durchbekommen. Da ist ein bisschen das Spiel noch fälschlicherweise programmiert, muss man ehrlich so sagen. Aber wir kommen gerade eh nicht so geil ins Plus. Wir hängen gerade ein bisschen, obwohl wir jetzt auf 55.000, fast 56.000 Bevölkerung sind. Und viel mehr wird auch nicht mehr möglich sein. In dem Spiel 200.000 plus, so 120. Bevor wir jetzt im positiven Bereich sind, können wir auch nicht 600.000, das ist geil. Können wir auch nicht investieren mehr. Gegen die gewinnen wir, da braucht man nicht überlegen. Das läuft einfach einwandfrei. Ich bin wirklich gespannt, bis in was für ein Jahr man wirklich spielen kann, ohne dass wir der große halt. Oder ob es da noch einmal irgendwelche Dinge gibt. Ich hätte vorgehabt, das nächste da ausgezeichnetes setzen Sie die Finanzierung der Oberschule. Universität muss das Maximum der Upgrade haben. Hat es das nicht? Das ist das, warte mal, Rathaus. Universität war. Oh ja, das hier. Ah, das geht um 4 Millionen noch einmal erweitern. Das machen wir nachher gleich. Auf die haben wir ganz vergessen gehabt. Oder irgendwie ist die sozusagen untergegangen in dem ganzen Zeug. Und die Bürgermeisterwahl steht vor der Tür. Scheiße! Wir lassen es trotzdem durchlaufen, ganz einfach. Und hoffen auf das Beste. Ja, mit einer Stimme gewonnen. So muss es sein, so soll es sein, weil wenn die blonde Dusse kommt, brauchen wir unsere Prestigepunkte wieder. So, weiter rennen lassen, ganz einfach. 300.000, 600.000, jetzt läuft es wieder. Wir werden aber die 4 Millionen, bevor ich da, kann ich das Gerichtsgebäude? Nein, das ist schon. Bevor wir die Universität da großartig upgraden, will ich da ziemlich einmal die 4 Millionen schon auf der Seite haben. Halt nicht komplett. Und drüben müssen wir jetzt noch das eine Gebiet auch noch machen, fällt mir gerade so ein. Na, aber über
zweieinhalb hätte ich schon gerne haben. Und das würde ich auch noch gerne in dem Bad jetzt so erreichen, die zweieinhalb. Na, zweimal noch. Eine normale Abstimmung, perfekt. Dadurch haben wir die Universität auch und dann das letzte Gebiet da drüben. 125 ist mir da ein bisschen wenig. Das ist gut, um das auf hoch zu stellen. Zack, zack, zack. Eine normale Abstimmung. Die zwei Abstimmungen hätte ich jetzt noch vorgehabt, im heutigen Bad abzuschließen. Und ihr seht, wir steigen ganz ordentlich mit den ganzen Dings. So, 36 Stimmen jetzt schon dafür. Das läuft. Über 50 für die Universität. Hat natürlich 4 Millionen gekostet, aber bringt natürlich auch mehr Leute wieder in die Stadt. Komm, Bezirksveränderung, die kriegen wir noch durch. Wieder. Geht sich aus. Somit sind jetzt alle Bezirke auf dem höchsten Besiedlungsplan. 56.000 Bevölkerung, viel mehr ist einfach nicht machbar. Und liebe Leute, wie es weitergeht, wir werden jetzt die nächsten Gebiete sozusagen, halt nicht Gebiete, nicht Bezirke erstellen und so weiter und so fort, sondern die nächsten Gebäude sozusagen platzieren, die es noch zum Platzieren gibt, dass wir alle haben, und werden dann schauen, dass wir da so halbwegs irgendwie die ganze Stadt ein bisschen hier aufs Maximum bringen. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht hier in Urban Empire. Bis dann, tschüss.